Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier im Königreich Mecklenburg-Pommern. Und ich habe überlegt, zum Auftakt dieses Staffelabschlusses werden wir eine Sache uns anschauen, die wir länger nicht mehr angeschaut haben, nämlich wie sieht es eigentlich aus mit unserem Haus, den Nebenlinien und insgesamt der Dynastie. Also ihr könnt euch sicher erinnern, es wurden zwei Nebenlinien gegründet, Krutoy Chütno und Krutoy Kolding. An der Spitze von Krutoy Chütno ist unsere Frau inzwischen, ich glaube von Jaromar gegründet worden. Und an der Spitze von Krutoy Kolding ist unser Bruder Prinz Kasimir. Ihr seht, wie viele lebende Mitglieder es jeweils gibt, aber wir öffnen vor allem jetzt mal den Dynastiebaum, um uns das anzuschauen. Und farblich abgehoben sehen wir diese Nebenlinien hier, also die Jaromar-Linie repräsentiert jetzt durch unsere Königin. Und was nach wie vor für mich immer noch ein großes Rätsel ist, warum Clement und auch Anna zu diesem Haus gehören, obwohl wir unsere Frau nicht matrilinear geheiratet haben. Denn auch bei uns tauchen die beiden natürlich auf, logischerweise, klar sind unsere Kinder. Also, das ist wirklich merkwürdig. Aber man kann jetzt fast schon sagen, nee, das sage ich jetzt nicht, aber ich sag mal, ein guter Nebeneffekt der Tatsache, dass Clement gestorben ist, ist, dass unser jetziger Haupterbe wieder ein reiner Krutoy ist, sodass es da kein Kuddelmuddel gibt mit den Häusern und Dynastieoberhäuptern. Was noch interessant ist, sich anzuschauen, wo wird eigentlich die Linie fortgesetzt? Natürlich beim Hause, obwohl, warte mal, wenn ich das jetzt so sehe, das Haus Chütno wird vermutlich aussterben. Allerdings, sie hatten wir ja matrilinear verlobt, dann kann es noch weiterleben. Okay, dann nehme ich das zurück. Ansonsten haben wir hier nur Frauen und ihr seht an diesen Symbolen, da wird also die Dynastie sozusagen wechseln. Aber hier gibt es die Möglichkeit, dass das Haus weiter besteht. Ansonsten haben wir dann hier die Leszek-Linie. Ja, den haben wir ja hier belehnt mit Großpolen. Der hat auch einen Sohn, das heißt, hier wird das weitergehen, was eine gute Sache ist. Hier bei den Frauen verschwindet es meistens dann aus der Linie. Deswegen wird es hier auch nicht weitergeführt. Hier haben wir nochmal Leszek. Wir führen natürlich unsere Linie weiter. Prinz Kasimir führt sein Haus weiter. Hier gibt es zwei Söhne. Und Radomir hat auch zwei Söhne. Also auch hier, da könnte ich mir fast vorstellen, dass der irgendwann auch eine eigene Nebenlinie gründet. Das wird interessant sein zu beobachten. Okay, das ist der Stand der Dinge bei unserer Dynastie. Dann ist mir eine Sache aufgefallen und ich muss sagen, da schwächelt das Spiel wirklich, nämlich bei dem Thema, dass man überhaupt nicht informiert wird, wenn wichtige Figuren, wichtige Personen, wichtige Reiche Krieg irgendwo führen, vor allem seine eigenen Vasallen. Und zwar haben wir zwei interessante Kriege. Es gibt im Übrigen dafür auch schon eine Mod, die das dann per Ereignis irgendwie anzeigt oder hier oben per Entscheidung das triggert. Solche Geschichten, diese Eventanzeige. Leider funktioniert das noch nicht so gut mit der deutschen Version. Falls das mal irgendwann gemacht wird, werde ich das auf jeden Fall übernehmen hier ins Spiel. Weil ich zum Beispiel folgende wichtige Dinge nicht gesehen habe oder erst jetzt gesehen habe. Unser Herzog von Großpolen, der erwähnte Leszek, der ist im Krieg mit Polen selbst. Es geht um die Eroberung von Zielona Góra. Und diesen Krieg wird er auch souverän gewinnen, wenn nichts irgendwas Besonderes passiert mit seinen 4600 gegen 2000. Ja, der ist sehr, sehr mächtig hier, der Herzog. Und das zweite Erstaunliche ist, dass unsere Frau, ja, die Herzogin von Pommerellen, die hat, ohne uns das zu sagen, ebenfalls einen Krieg begonnen gegen Polen. Und zwar um die Grafschaft Kujawien. Allerdings sieht ihre Situation etwas schwächer aus. 1600 gegen 2000. Und wir sehen auch hier, wenn wir hier rausgehen, die Polen sind da schon am Belagern ihres Gebietes. Jetzt ist es so, ich kann wieder mal nicht helfen. Ich kann nicht in diesen Krieg einsteigen. Ich kann es euch gerne nochmal zeigen. Also es ist nicht möglich, den Kriegsbeitritt anzubieten. Bei Leszek auch nicht. Und ich werde auch nicht das machen, was wir eben gegen Sachsen gemacht haben, weil wir noch einen Waffenstillstand mit Polen haben. Allerdings läuft der aus. Den können wir auch nur bei uns sehen. Der läuft aus. Wir gucken mal wann. Am 24. Oktober 1161. Das heißt in einem Jahr. Und falls unsere Frau bis dahin diesen Krieg nicht gewonnen hat, kann ich mir vorstellen, dass wir dann tatsächlich für sie diesen Krieg um Kujawien führen werden und ihr dann die Grafschaft schenken für dieses Herzogtum. Am Ende erbt es sowieso alles unser Sohn. Das also
zum Stand der Dinge dort. Und zu guter Letzt müssen wir uns jetzt mal Salomea, so heißt sie, kümmern. Interessanterweise ist mir jetzt erst aufgefallen, Jaromar ist ein Zwilling mit Salomea. Also die wird vielleicht noch von Bedeutung sein. Jaromar ist ja jetzt unser Haupterbe. Die hat keinen Mündel. Da habe ich mir überlegt, unsere Mutter hat schon zwei. Wir werden das Kind unterrichten lassen durch unsere Priesterin, könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Steht ihr zur Verfügung? Eigentlich müsste sie das, ja. Das finde ich ist ganz passend. Also werden wir das so machen. Und dann müssen wir für sie auch noch die Würfel werfen. Das Schicksal muss sich jetzt entscheiden. Auch sie ist natürlich, wie sich das gehört, Herrsch. Für einen echten Krutoi. Und ich würfle eine 6 und das bedeutet, auch sie geht in Richtung Bildung, obwohl das gar nicht so richtig ihre Linie ist. Aber das finde ich deshalb auch jetzt schon wieder besonders schön, weil das genau auch die Richtung ihres Zwillingsbruders ist. Oh mein Gott. Also, da gibt's sehr schön. Ich brauche es nicht erklären. Prima. Dann lassen wir erstmal weiterlaufen. Leszek hat seine Aufgabe beendet, mehr Kontrolle. Darum müssen wir uns gleich kümmern. Meine Gemahlin und ich verbringen mehr Zeit zusammen und nach öffnet sie sich mir gegenüber. Bertha sagt, dass sie neue Seiten an mir entdeckt hat. Oh, hier kommt ein zweiter Frühling. Und ich muss auch sagen, für ihre fast 50 Jahre sieht sie auch wirklich stattlich aus. Schön. Vielleicht kann sie mich mit der Zeit sogar lieben lernen. Wow, was für ein Meinungszuwachs. Prima, so, jetzt mehr Kontrolle. Wir haben hier Kontrollprobleme tatsächlich. Stopp. Wir müssen erstmal das machen. Und wir haben Kriegssattel entdeckt, das gucken wir uns auch nochmal gleich an. Aber erstmal die Kontrolle weiter erhöhen. Wir werden jetzt Blackinger uns vornehmen. So, und was war das jetzt mit Kriegssattel, was wir hier jetzt kennen? Das war, glaube ich, noch eine alte Geschichte aus dem Frühmittelalter, kann das sein? Ja. Kann gepanzerte Reiterei als Kriegsvolk rekrutieren. Das ist neu. Wir haben bisher unsere leichte Reiterei, aber die leichte Reiterei ist für unsere Kultur, glaube ich, auch besonders gut. Außerdem denke ich nicht, dass wir das uns jetzt leisten können, da nochmal umzustellen. Ja, diese Conny, die sind echt, das ist echt eine super gute Truppe, was hier die Angriffsstärke betrifft. Nee, ich denke nicht, dass wir auf Panzerreiterei gehen. Wir bleiben bei leichter Reiterei. Graf Dobrynja? Okay. Estland hat irgendwas erobert. Ich glaube, hier irgendwo. Grafschaft Braslau interessiert mich einfach. Wo das ist? Ach, das. Mhm. Da gab es, glaube ich, jemanden, der unabhängig war. Spielt jetzt nicht so eine große Rolle. Festmahl. Festmahl kostet, glaube ich, 200... Oh. Was für ein Krieg ist das? Ach so, Bjarmaland ruft uns jetzt in einen Krieg gegen die Tyrannei von Königin Aquilina? Hä? Sie ist doch selber... Warte mal. Ach so, entschuldigt. Sie hat nur interne Gegner, alles klar. Und wir sollen ihr helfen gegen diese... Ja, wir sind treuer Verbündeter, wir treten bei. Wir werden sicher nicht alle unsere Truppen schicken. Wir gucken uns erstmal die Konstellation an, was da jetzt los ist in dem Krieg. Oha, es gibt auch noch einen König, der auf der anderen Seite mit eintritt. Der König von Permia. Was ist denn Permia für ein Reich? Ach, da hinten ist das, okay. Na gut, der wird weit weg sein. Ich glaube nicht, dass der da relevant eingreifen wird. Wie ist denn die Konstellation? Auf der anderen Seite warte mal, aber in die 9000 sind unsere Truppen jetzt schon mit drin? Nee, das sind ihre Truppen, ne? 9000 gegen 6000? Okay. Dann würde ich sagen, das kann sie dann auch erstmal ohne uns kämpfen, wenn wir sehen, dass es Probleme gibt, dann werden wir mit Sicherheit helfen. So würde ich sagen. Aber sie hat möglicherweise auch schon Probleme. Gibt es schon einen Kriegsstand? Nee, 0%. Der hat gerade erst begonnen. Aber das sind schon Feindtruppen dort. Erstaunlich. Ach so, ja klar. Das ist ja auch der Rebell im eigenen Reich. Der hat ja auch sofort seine Truppen ausgehoben. Da ist ihre Hauptstadt. Alles klar. Okay. Nö, da werden wir
im Notfall was hinschicken. Erstmal soll sie das mit ihrer Überlegenheit alleine hinkriegen. Radomir tritt Krieg bei. Ich hoffe auf unserer Seite, ne? Ja, genau. Und Paavo von Estland hilft auch noch. Oh Gott, jetzt wird es ja übermächtig. Nee, da gibt es keinen Grund, warum wir da jetzt auch noch was hinschicken sollten. Wir müssen eher gucken, dass wir unserer Frau helfen, wenn der Waffenstillstand ausgelaufen ist. Ja, die Truppen unserer Frau werden wieder besiegt. Hier kommen die Großpolen. Helfen die jetzt möglicherweise? Schaut mal, die großpolnischen Truppen von Leszek, die gehen jetzt offenbar gegen die Polen. Sehe ich das richtig? Das wäre ja mal gut. Tatsächlich. Königin Bertha ist erfolgreich beeinflusst worden. Okay, das heißt, wir werden hier jemand Neues uns ausgucken. Und unser Bruder ist Fraktionsmitglied. Und ich denke, das ist Anlass, um nochmal mit ihm darüber zu reden. Nur 75%, ach so, weil wir ihn zuvor schon beeinflusst haben. Egal, 75% ist auch noch eine anständige Quote. Das können wir ruhig machen. So, also Leszek gewinnt gegen die Polen. Die Frage ist, das müsste eigentlich unserer Frau die Gelegenheit geben, das Ganze hier wieder zurückzuerobern. Leszek, oh. Ach, der belagert jetzt auch Kujawien? Aber das macht er jetzt auf eigene Rechnung oder macht er das für unsere Frau? Interessant. Naja gut, durchdachte Diplomatie. Meine Ratskanzlerin, Herzogin Kati, hat hart daran gearbeitet, benachbarte Reiche und Vasallen davon zu überzeugen, dass der Friedensvertrag, den ich mit Polen eingegangen bin, fehlerhaft, illegitim und ungerecht mir gegenüber ist. Ich kann mich wieder nach Belieben den Krieg erklären. Na, das ist doch hübsch. Ich meinte, okay, es ist Juli, wann war das, im Oktober oder so, wäre das eh ausgelaufen. Aber trotzdem, irgendwie eine passende Angelegenheit. Unglaubliche Arbeit, Kati. Großartig gemacht. Dann gibt es denn überhaupt noch Not, dass wir eingreifen? Ich würde schon bei diesen Sachen wirklich nur eingreifen, wenn es wirklich nötig ist. Auch wenn es jetzt verlockend aussieht. Wir lassen mal die Truppen unserer Frau von Pomerellen hier erstmal selber agieren. Da kommt jetzt die polnische Armee zurück. Sie wäre meines Erachtens jetzt sogar überlegen, diese zu schlagen. Also der Krieg kann eigentlich noch zu ihren Gunsten ausgehen. Und was passiert hier? Mein Fürst, die Krankheit ist ansteckend. Seid vorsichtig. Mein Hofarzt Boromir hält mich zurück. Der von Krankheit gezeichnete Körper eines Gemeinen. Die Haut entstellt von Ausschlag und Beulen liegt auf dem Tisch. Jeder, der mit dem Leichnam in Berührung kommt, riskiert eine Ansteckung. Und ich hatte tatsächlich einen Ausflug geplant, der mich in die Nähe von Hörgsby bringen sollte, wo mein Vasall Bürgermeister Sune wohnt. Ach so, das ist ironisch gemeint. Wir schleudern doch nicht den Leichnam auf Hörgsby. Sowas machen wir doch nicht. Okay, wir können sagen, er soll das studieren. Oder wir sollen einfach ein würdevolles Begräbnis sagen. Ja, ich finde das mit dem Studieren, das ist eher so in Richtung Bildung gehen. Das würde... Ja, der Nachfolger, der würde das machen, vielleicht Prinz Jaromar. Aber wir werden ihm ein würdevolles Begräbnis erstatten. Das passt zu unserem Mann am besten. Ich bin jetzt echt mal gespannt, was machen hier die Pomerellen. Die erobern jetzt hier, das ist ja auch Kriegsziel, nachvollziehbar. Okay. So, was ist hier? König Mislav hat einen Krieg verloren gegen einen Bauernaufstand. Der König von Ruthenien. Da haben die sich offensichtlich irgendwo selbst... Haben die jetzt ein eigenes... Aber der ist gestorben bei der Aktion. Mich würde interessieren, ob die jetzt irgendwo ein Reich ausgerufen haben. Aber Ruthenien zerfällt ja sowieso nach und nach. Okay, ein Bündnis mit Salomea. Krutoi Schytno ist ausgelaufen. Unsere Schwagerin, sie ist gestorben. Mit Cornelia haben wir jetzt ein Bündnis. Das ist die Dame. Ja, genau. Mit der wir Jaromar verlobt haben. Diese Verlobung ist natürlich jetzt von größerer Bedeutung geworden, weil Jaromar jetzt unser Haupterbe ist. Da müssen wir nochmal schauen, ob das überhaupt noch so haltbar ist. Oder ob wir da nicht noch eine andere Partie finden.
Okay, Jarum hat noch keine weiteren Eigenschaften. Das ist sonst auch noch interessant. Gut, das ist ungültig. Alles klar, soweit. Jetzt kommt es. Na, ich dachte, sie geht in die Schlacht. Aber das macht Leszek. Ha! Leszek klärt hier alles. Das müsste sie jetzt alleine hinkriegen eigentlich. Kleinvieh macht auch Mist. Als zusätzliche Bezahlung für einen kürzlich abgeschlossenen Handel erhielt ich eine große Viehherde. Mir wurde versichert, dass die Tiere von höchster Qualität sind, aber es stellt sich dennoch die Frage, was ich mit ihnen anfangen soll. So, das war das, was ich das letzte Mal nicht kapiert habe, dass es eine große Viehherde ist. Entwicklungszuwachs plus 10%. Also eine normale und hier eine große ist plus 20%. Das ist der Unterschied. Ich würde mal sagen, als zufriedener Herrscher sagen wir, Obotritia wird von der Herde profitieren. Das ist eine schöne Sache. So, wann hast du deinen Kriegsstand hier? 81%, da ist eigentlich nicht mehr viel zu tun. Sie müsste jetzt einfach nur mal zurückbelagern oder sowas. Was macht sie denn da eigentlich? So, Permia ersetzt den König. Okay, da gibt es nur eine Nachfolge, aber... Die Überlegenheit ist immer noch riesig. Das wird schon. Söldner Verträge. Wenig spannend. Und was machst du da? Warum steht sie dort rum? Das verstehe ich nicht ganz. Und warum haben wir hier so ein blaues Symbol? Was ist da los? Radomir? Möglicherweise, weil der auch oben in diesen Krieg mit involviert ist. Kann schon sein, dass das der Grund ist. Also, wenn unsere Frau das hier nicht hinbekommt. Ah, alles klar. Der Krieg ist schon mal annulliert. Ist doch wunderbar. Der Oberredelsführer ist gestorben. Und damit ist die Sache durch. So, Radomir ist positiv beeinflusst worden. Gut. Ich gehe mal auf die Reichsübersicht. Schauen wir mal die Vasallen an. Ob es hier irgendwelche Problemvasallen gibt. Aber wir sehen, alle haben eine hervorragende Meinung. Mit Herzogin Cornelia, oh, Graf Kasimir, mit dem können wir mal sprechen. 85%, bestens. So, wenn die Belagerung durch ist, wird Leszek vermutlich seinen Krieg beenden können. Genau, Pomerellen, ihr könnt doch mal bitte diese Provinz zurückbelagern, das wäre jetzt das Sinnvollste. Na, was hat Leszek? Ja, tatsächlich, es ist gelungen. Kasimir hat einen Krieg verloren, Leszek hat gewonnen und hat sich diese Provinz geschnappt, die eigentlich formal zum Herzogtum Niederschlesien gehört. Möglicherweise will er sich das jetzt Stück für Stück aneignen. So, jetzt ist noch nur noch unsere Frau, die einen Kriegsstand von minus 50% jetzt hat. Ist das noch der Rest der polnischen Armee? Ja, das wird sie ja wohl besiegen können. Schaut euch das mal an. 1400 gegen 688. So, einen Krieg muss man gewinnen. Ja. Jetzt wird sie erstmal die gegnerischen Armeen vernichten. Wir hingegen, oh ja, jetzt ist es langsam mal an der Zeit, dass wir ein Festmahl veranstalten. Jetzt haben wir die Mittel dafür. Das ist für einen geselligen König eine wichtige Sache. Und habe ich das richtig gesehen, dass wir schon wieder keinen... Hallo? Warte mal, wo war das? Nee, warum zeigt er mir das mit dem Hofwartzimmer? Also ich weiß es nicht. Die Gäste sind in der großen Halle versammelt, Edelleute von nah und fern. Die Stimmung ist prächtig. Perfekt. Sehr gut. So. Gleichgesinnte. Ach, unsere geliebte Herzogin Kati. Sehr schön. Was wie ein gewöhnliches Festmahl begann, wurde dank der Anwesenheit von Herzogin Kati ein herausragender Anlass. Wir unterhielten uns den ganzen Abend lang über alle möglichen Dinge und wie es der Zufall so wollte, entdeckten wir allerlei Gemeinsamkeiten. Ich hatte so viel Spaß mit ihr. Welch ein schöner Abend. Wunderbar. Und sie wird unsere Freundin. Na, das ist doch schön. Ja, mit so einem sonnigen Gemüt wie unserem König kann man auch nur gut befreundet sein. Wir haben... Ach, Yolanda ist auch schon Freundin geworden. Das hatte ich gar nicht gecheckt. Interessant. Okay, Kati ist ja eh unsere Ratskanzlerin. Kann Yolanda noch irgendwas für uns tun? Verwaltung 12, Bildung 12. Naja... Hat sie Kinder? Ja. Vielleicht kann einer unserer Töchter hier zum Beispiel... Ach, der ist null erst. Na, müssen wir mal gucken.
Schön. Voller Ehrfurcht. Während des Abendessens unterhalte ich mich gerade mit einigen Leuten, als Bürgermeister Torfin sich zu mir lehnt. Wie gerne klänge ich so gebildet wie ihr, König Niklot. Ich wische mir die Suppe vom Kinn und lächle ein klug aussehendes Lächeln. Ja, ob Niklot wirklich so intellektuell ist? Der hat eine Bildungsgrad von 1. Alles klar, wir von 6. Ja, dann ist es nachvollziehbar. Okay, auch er findet unseren König toll. Belager doch mal deine blöde Provinz hier zurück. Als die Gäste gehen, sind alle froh. Eifrige Frohnatur erhalten wir als Eigenschaft. Okay, prima. 150 Prestige und jeder Gast gewinnt Meinung von uns. Oh Mann, wir müssen jetzt wirklich extrem beliebt sein. Wollen wir noch eine Jagd veranstalten? Nee, die Kosten sind mir jetzt zu hoch. Das ist jetzt nichts, was jetzt so unendlich wichtig ist für uns. Kauer hat keinen Grund, bei Hof zu bleiben und wird ihn bald verlassen. Ja, das ist unser Sohn. Ich würde ihn ja gerne am Hof haben. Wisst ihr was, wir machen mal Folgendes. Wir können ihn am Hof behalten, wenn wir ihn zwingen, zum Champion zu werden. Einfach so als formales Amt, das wir ihm geben. Wer weiß, ob er nochmal... Also das ist der Bastardsohn, ne? Genau, der illegitime Bastard. Vielleicht ist das ja nochmal von Bedeutung. Ich denke, wir wollen ihn um uns haben. Deswegen diese Entscheidung. Okay, also die Pomerellen, die wollen unbedingt erstmal die Truppen des Gegners erledigen und wollen nicht belagern. Neue Münzen braucht das Land. Das hatten wir auch schon mal mehrfach. Prägt Silbermünzen, um den Handel zu erleichtern. Antlitz, nee, das ist für uns relativ... Und auch die Entwertung machen wir nicht. Nö, wir machen das mit den Silbermünzen. Das bedeutet Entwicklungszuwachs plus 5%. Sehr schön. So, will sie jetzt vielleicht mal belagern? Ja, jetzt belagert sie und gleichzeitig sind Plünderer da. Ob das so gut ausgeht, weiß ich auch nicht. Okay, mehr Kontrolle. Leszek. Und wir werden schon wieder in den Krieg gerufen von Bjarmaland. Diesmal geht es um was? Um wieder einen Aufstand. Irgendein Volksaufstand, nehmen wir an. Wie ist da die Konstellation? 5000 gegen 11.000. Das kann sie alleine machen. Wichtig ist, dass diese Kontrollaufgabe beendet wurde. Und wir haben immer noch nicht überall Kontrolle, wenn ich das richtig sehe. Mich interessieren aber jetzt vor allem unsere eigenen Provinzen hier, Bornholm. So, jetzt belager das doch mal vernünftig zu Ende. Janosch Krutoi, Meinung von uns erhalten. Neffe. Okay, die Belagerung scheint zu laufen, sehr gut. Und Ausala braucht einen Vormund und auch für sie wählen wir die Priesterin. Ist die auch schon 6? Okay, und dann müssen wir natürlich für sie auch nochmal würfeln. Sie ist auch herrisch! Das ist ja unfassbar. Krass. Ups. Nochmal. Und ich würfle eine 3 und das bedeutet... genau. Kriegsführung, tatsächlich. Das, was sie auch selbst gewählt hat. Okay, da brauchen wir also nichts verändern. So, was wird denn hier eigentlich gekämpft? Großpolen kämpft schon wieder? Was ist denn mit ihm los? Was hat er denn jetzt noch für einen Krieg am Start? Herzog Jacenti von Sachsen? Lübecksche Eroberung von Hamburg? Ach, da ist der nächste Vasall. Der Lübecker Graf will Hamburg erobern, so wie es aussieht, und hat seinen Freund, den Herzog von Polen. Liebe Leute, wir brauchen gar nichts machen. Also selbst ein friedlicher König, wenn er einfach seine eigenen Vasallen machen lässt, expandiert hier ohne Ende. Und was passiert hier? Erstmal haben wir Graf Kasimir beeinflusst. Das kennen wir schon. Ein Komplott bei Hofe. Mein Ratsspitzel ist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen. Wir wissen noch nicht, wer es ist. Doch jemand schmiedet ein Komplott, um eine Person zu ermorden. Und zwar Annika. Annika, wer bist du denn? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo die herkommt. Aber natürlich ist das keine gute Sache, wenn hier jemand ermordet wird. Sie ist eine weise Frau. 55.
Wir wissen auch nicht, wer ihre Eltern sind. Aber sie hat Kinder. Ah, warte mal. Ach, Annika! Ach, Annika, jetzt erkenne ich dich wieder. Du bist unsere ehemalige Geliebte. Die Mutter von Kauer. Okay. Ja, das geht natürlich nicht. Okay, wir müssen den Übeltäter finden. Was ist denn das für eine interessante Entwicklung? So, die Pomerellen haben es dann erstmal geschafft, hier diese Grafschaft zu erobern. Großartig. Und irgendeine Tante ist bei einer Belagerung getötet. Aber das ist eine Tante, die nicht Teil unseres Reiches ist. Da oben sind die Polen wieder. Oh ja, und jetzt ist auch noch ein schöner Moment. Wir haben einen weiteren Verwaltungspunkt. Und jetzt werde ich wechseln in Richtung Diplomatie. Ketten der Treue. Oder bald vergeben. Tyrannei. Ja, ich denke, die Leute vergeben ihm sehr schnell Dinge. Deswegen passt das sehr gut. Dann wechseln wir auf Diplomatie. Und ich finde, Schwerpunkt auf Außenbeziehungen würde gut zu ihm passen. Schwerpunkt auf Familie vielleicht auch. Aber wir machen das mal. Diplomatie plus 3 bekommen wir dadurch. Okay. So. Also, Leszek belagert Hamburg. Damit sollte das Kriegsziel relativ schnell erreicht sein. Sie bekämpft nochmal die restliche polnische Armee und wird hoffentlich jetzt mal weiter belagern. Aber das scheint sich noch zu ziehen. -20%. Sie brauchen noch ein paar Kriegsziele. So schnell scheint das nicht zu gehen. Aber hier, ja, jetzt belagert sie. Sehr, sehr gut. Ehepartner unterstützt uns bei diplomatischen Studien. 300 Diplomatie-Lebenswandel erhalten. Sehr cool. Was ist denn hier jetzt los? Der König von Ungarn, wo will der denn hin? Der greift irgendwo in Karelien. Okay, der greift dort gegen Estland irgendwas an. Offensichtlich aus religiösen Gründen. Hier wird auch gekämpft. Lausitz. Okay, im Reich gibt es auch Unruhe. Leszek ist weitergezogen. Das läuft. Und Ratsmarschall verdient Respekt. Führung. Ja, da ein Bonus. Wir lassen mal ein bisschen schneller laufen, weil hier nichts mehr passieren wird. Unser Ruhm ist weltweit bekannt. Hier sind wir. Ne, hier sind wir. Wir sind jetzt Eluster. Loyalität oder Angst? Als König schulden mir meine Vasallen die Treue. Mein Wort ist Gesetz, aber was ist Gehorsam wert ohne Hingabe? In Krisenzeiten können langsame Reaktionen oder halbherzige Mühen zu einer Katastrophe führen. Kann ich mir ein solches Risiko leisten? Was hat denn jetzt der König von Schweden zu tun und warum ist er so kleinwüchsig? Er ist ein Zwerg. Ernsthaft? Okay. So, was bedeutet das? Ich werde mir ihre bedingungslose Treue sichern. Meinung gegen Steuern. Angst. Oder, okay, oder wir sollen Arne beeindrucken. Nein. Also da ist bei unserem König relativ klar. Er ist ein großzügiger Lehnsherr und er wird den Weg der Treue gehen. Das passt zu ihm mit Sicherheit mehr als alles andere. Ja. Ausala. Und die... Da wollte ich doch... Warte mal, ist das... Warum hat das nicht geklappt? Ich wollte doch unsere Vidunia zum Vormund machen. Ich bin da irgendwie abgelenkt worden. Wenn ich mich entsinne. Jetzt scheint das zu klappen. So. Beim Empfang von Edelleuten aus nahen und fernen Reichen ergeben sich Gelegenheit, allen zu zeigen, was für ein großartiger Mensch Kasimir ist. Ja. Mein Fürst, so sagt mir, wer ist der elegante Mensch, der eleganteste, von dem ihr je gehört habt? Graf Kasimir, kein Zweifel. Prima. Haben wir ihn auch positiv beeinflusst? So, wie sieht es denn jetzt aus mit dem Kriegsstand -8%? Ja, sie müssten das mal bitte zurückerobern. Aber scheinen sie nicht in der Lage zu sein. Wurden die eben gerade besiegt von einer anderen Armee? Tatsächlich. Der Herzog von Masowien hat sich irgendwie eingemischt, weil... Ach, der greift auch die polnische Königin an. Okay, dann ist der Moment gekommen, wo wir doch eingreifen müssen, damit
unsere Frau diesen Krieg gewinnt, weil der masowische Herzog, der ist doch stärker. Und da müssen wir offenbar so ein bisschen den Weg bahnen. Sie hat möglicherweise jetzt alle ihre Truppen verloren bei dieser Kiste. Die Frage ist, ob sie diesen Krieg überhaupt noch von sich aus gewinnen kann. 27, oh Gott, das war eine vollständige Vernichtung. Ja, da haben wir doch das nächste Mal was Schönes zu tun in der nächsten Staffel. Wie sieht es hier aus mit dem Lübecker Krieg? Plus 51%, das wird gewonnen werden. Das heißt, alles Land nördlich der Elbe wird dann zu unserem Königreich gehören. Das scheint zu laufen. Auf jeden Fall eine hochinteressante Entwicklung, wie ich finde, dass unser König selbst keinerlei Kriege beginnt, keinerlei Offensivkriege, aber dass unsere Vasallen ziemlich gut ihr Ding durchziehen und der treuherzige König dann aber auch immer an ihrer Seite steht und stehen wird, auch beim Krieg seiner Frau natürlich. Zumal sie sich jetzt sogar angenähert haben, wenn ihr euch erinnert. Das wär's dann wieder von mir. Wir sehen uns wieder in der nächsten Staffel. Schaut in den Programmkalender. Und eine Sache will ich schon ankündigen. Am Beginn oder vorweg werde ich auf jeden Fall mal wieder einen Blick über Europa schweifen lassen, wie dort der Stand der Dinge ist. Einen ersten Blick könnt ihr hier schon mal werfen. Also, bis dahin macht's gut. Euer Steinwallen.